Wir sprechen Klartext vom Harz bis an das Meer. NPD Niedersachsen. Ja, liebe Freunde, Kameraden, ich hoffe, ich bin überall zu hören. Ich habe extra hier so ein kleines Stückchen. Knopfloch hier reingesteckt gekriegt, damit ich besser zu hören bin. Und wenn ich nicht zu hören bin, dann bitte gleich schreien und sagen bitte lauter, dann gebe ich mir Mühe, etwas lauter zu sprechen. Ich soll ja heute über das Verbotsverfahren sprechen und ich werde da sicherlich auch ein bisschen ausholen über den Termin, in Karlsruhe hinaus. Aber als ich mir, als hier die Hamburg-Hymne gesungen worden ist, das werde ich mir also nicht verkneifen. Und zwar besonders die zweite Strophe. Reich blühet hier auf allen Wegen des Fleißes Lohn des Wohlstands Segen. Sobald die deutsche Flagge webt, in deren Hamburgs Name steht, da fiel mir der aktuelle Spiegel ein, der kommt ja aus Hamburg, die Zeitung, der gestern erschien, und der hat berichtet, dass der Hamburger Senat einen gutachtenden Auftrag gegeben hat, und zwar zur Aufarbeitung. Aufarbeitung ist ja mein aktuelles Thema, ein wichtiges Thema, zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit in Afrika. Das ist ja sehr aktuell, nicht? Und ja, Fazit der beiden Gutachter, die das geschrieben haben, ist also, dass die Stadt Hamburg, die sich ja mal als weltoffen bezeichnet hat und die auch über sehr großen Wohlstand verfügte, bis zum Ersten Weltkrieg zumindest, diesen Wohlstand zu verdanken hat der brutalen Unterdrückung der Kolonialvölker, Togo, Kamerun, Deutsch, West und so weiter. Da gibt es also eine Familie Wörmann, ich weiß nicht, ob die bekannt ist, die auch das Afrika-Haus gebaut hat, da steht wohl immer noch, da sitzen die immer noch drin. Und die haben also einen schmuckhaften Handel betrieben mit den in den afrikanischen Kolonien. Und sie haben also eine Menge Geld mitverdient und sie haben natürlich auch die Schwarzen misshandelt. Teilweise sind dann die Schwarzen hier nach Hamburg gebracht worden, sind dann im Zirkus Hagenbeck als Exoten dann also vorgeführt worden und ähnliche feine Dinge. Und die Speicherstadt, die dann ja wohl auch gebaut worden ist, die hat eben also auch diesen Handel aus den afrikanischen Kolonien, die hat also ihre Existenz diesem Handel aus den afrikanischen Kolonien zu verdanken. Ich erwähne es deshalb, weil ihr euch sicherlich denken könnt, was daraus in Kürze folgt. Was daraus in Kürze folgt, dann werden sicherlich einige traumatisierte Nachfahren von unterdrückten Negern werden dann also kommen und sagen, wir wollen hier also Entschädigung haben. Aus Deutsch-West, jetzt Namibia, sind ja derartige Forderungen schon zu hören. Aber die Kolonialgeschichte der Deutschen war ja doch relativ kurz. Die ist also fing erst nach der Reichsgründung an und sie war am Ersten Weltkrieg zu Ende und die Kolonialgeschichte der Franzosen und der Engländer und der Belgier und der Holländer, die dauert ja praktisch bis in die 50er Jahre und ich möchte nicht wissen, was da an Grausamkeiten passiert ist. Aber diese anderen Völker haben jetzt halt die Schuspe, die trotz aller Grausamkeiten Wissende sich in der Welt anders darzustellen. Wir haben also, sind also nicht belastet und belasten sich nicht mit Schuldgefühlen. Ich wollte nur zu Anfang sagen, weil eben halt ich diese Hamburg-Hymne sehr gut finde, nur dabei fällt einem das natürlich ein. Ja, liebe Kameraden, die ersten drei Tage im März waren wir in Karlsruhe, lang erwartet, eine mündliche Verhandlung. Oder drei Tage lang eine mündliche Verhandlung, ohne praktisches Ergebnis zunächst mal. Und wenn ich das jetzt hier sage, und ich werde auf diese drei Verhandlungstage dann auch noch zurückkommen, dann denke ich mir, ist es angebracht, dass ich vielleicht nochmal die Geschichte dieses zweiten Verbotsverfahrens kurz anreiße. Ich gehöre ja zu den wenigen in der Parteiführung der NPD, die auch sehr intensiv und sehr direkt das erste Verbotsverfahren mit bekommen habe, das ist ja nicht von dir, könnte ich brauchen nachher, das erste Verbotsverfahren mitgekriegt habe, und zwar waren wir da auch an zwei Verhandlungstagen, das waren ja keine Verhandlungstage, die wurden ja alle wieder abgesetzt, da ging ja nur um die Frage der Spitze und Agenten in unserer Partei,
Und da passierten ja einige Merkwürdigkeiten. Das ist dann also im, glaube ich, März 2003 beendet worden. Und jetzt hatten wir das Verbotsverfahren, das also der Bundesrat beschlossen hat. Der Bundesrat ist die Vertretung der Bundesländer. Der Beschluss des Bundesrates datiert vom Dezember 2012. Dann verging ein Jahr, bis dann also die Vertreter des Bundesrates, die beiden Berliner Rechtsprofessoren Waldhoff und Müllers, beim Bundesverfassungsgericht die Antragsschrift mitsamt den Belegen, die also unsere Verfassungswidrigkeit belegen sollen, eingereicht haben. Das muss man sich einmal vorstellen. Der Beschluss Dezember 2012, Antragsschrift eingereicht Dezember 2013. Also ein Jahr lang ist an dieser Antragsschrift mitsamt den Belegen gearbeitet worden. Wir müssen ja davon ausgehen, dass also die entsprechenden Sicherheitsbehörden, die Geheimdienste aller 16 Bundesländer und mit Sicherheit auch die, der Bundesverfassungsgericht, der Bundesverfassungs, wie heißt das? Schutzamt. Bundesverfassungsschutz. Schutzamt, ja, Verfassungsschutz, alle, die haben alle zugearbeitet. Man muss sich mal die Ungleichheit auch vorstellen. Die hatten riesengroße Behördenapparate. Und wir mit unserer kleinen Parteizentrale in Berlin mit einigen Zuarbeitern mussten letzten Endes darauf reagieren. Alles von Steuergeldern. Wir haben dann etliche Schriftwechsel gehabt, wobei es eben um die Frage geht, ging die Staatsfreiheit der vorgelegten Belege. Es wurde ja gleich zu Beginn gesagt und versichert, nein, die Belege sind alle staatsfrei. Die Agenten und die Spitze sind abgezogen und aus diversen Quellen, die offen liegen, wurden also unsere Belege zusammengestellt. Das hat Peter Richter, unser Anwalt, dazu noch ein Wort zwischendurch. Ich war ja sehr umstritten mit Peter Richter, weil er hat ja gerade einige Wochen oder Monate zuvor seine Anwaltszulassung erhalten. Er war noch nicht mal 30 Jahre alt, aber er hat immerhin ein Einser-Abitur hingelegt im Lernen und er hat sein erstes Staatsexamen auch mit 1 gemacht. Also er ist schon einer der Juristen, die man gerne auch in den Staatsdienst als Richter und sonst wohin haben würde. Aber er hat sich darauf verständigt, die nationale Bewegung und speziell uns zu verteidigen und uns zu vertreten. Und er hat diese ganze Sache übernommen. Und für ihn ist es natürlich eine herausragende Herausforderung. Und er hat also bezweifelt, dass also die Beteuerungen der Innenminister und der Behördenchefs stimmen, dass hier also eine Staatsfreiheit der Quellen da ist. Das war ein sehr umfangreicher Schriftwechsel, die Einzelheiten muss ich jetzt hier nicht erläutern. Das hatte aber zur Folge, dass im März 2015 vom Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichtes, der ja für Parteisachen zuständig ist, ein sogenannter Hinweisbeschluss kam, wonach hin der Bundesrat aufgefordert worden ist, nun also eindeutiger und besser nachzuweisen, dass also die Belege und die Nachweise und die sonstigen Vorwürfe gegen uns wirklich staatsfrei zusammengetragen worden sind. Die mussten also nacharbeiten. Und fast zum gleichen Zeitpunkt, fast am gleichen Tag, kam dann ein Schreiben des berichterstattenden Richters Peter Müller, auch an den Bundesrat, der sagte also, sinngemäß, mit dürren Worten übrigens, wie das Juristen so an sich haben, schrieb darin auf den beiden Seiten an den Bundesrat, also die Sachen, dass die Vorwürfe, dass die NPD gewalttätig sei, Dominanz ausübe und Angstzonen schaffe, dies sei nicht hinreichend belegt. Also wie gesagt, in der Antragsschrift waren 303 Belege drin, die sowas nachweisen sollten. Herr Müller hat nur einen Satz gebraucht, es ist nicht hinreichend belegt. Außerdem, das ist der nächste Vorwurf, war der nächste Vorwurf, ja doch der Vertreter des Bundesrates gegen uns ist gesagt worden, wir schüren also Hass auf Asylbewerber, indem wir permanent dort Demonstrationen machen. Müller dazu,
es ist nur eine einzige Angelegenheit, eine einzige Demonstration nachgewiesen worden. In beiden Fällen gibt da Gelegenheit, nachzuarbeiten. Man muss sich das vorstellen, ein Jahr lang haben die riesengroßen Behördenapparate gebraucht, um das alles zusammenzustellen. Und dann kommt der Satz von Peter Müller, er ist nicht hinreichend belegt. Es sieht so traurig aus um die Behörden und da kann einem wirklich um die Sicherheit dieses Staates bange werden, wenn man das also sieht, nur mal als Einschub von mir. Die Sache mit den Agenten, mit den Spitzeln, mit der Staatsfreiheit, die ist dann also nachgereicht worden Ende Mai 2015. Und zwar in einer Art und Weise, die an und für sich nicht zulässig ist. Es sind dort die Anweisungen der Behördenspitzen, der Innenminister an die Behörden, Verfassungsschutzbehörden im Wesentlichen, sind also veröffentlicht worden, sind uns mitgeteilt worden, dass also das also nach der Beauftragung von Peter Richter als Anwalt, das war im Januar 2012, dass also das abzuschalten sei und dass bestimmte Agenten, bestimmte Spitze, die auch da seien, dass diese abzuschalten seien und über die Abschaltung entsprechende Protokolle zu fertigen seien. Die sind uns alle überreicht worden, die Protokolle der Abschaltgespräche, nur es sind uns geschwärzte Protokolle überreicht worden, also alle Namen, und zwar der Verfassungsschutzmitarbeiter bzw. der Agenten der Spitze, die sind geschwärzt worden. Es sind teilweise sogar ganze Passagen sind völlig geschwärzt und überreicht worden. Da hätten wir uns auch Spalten so Papier sparen können. Da sind ganze Seiten drin, da sind dann vielleicht nur irgendwelche Daten drin, Uhrzeiten und so weiter und so fort. Ansonsten ist alles schwarze Fläche. Was an und für sich ja nicht geht. In der Juristensprache heißt das ein In-Kamera-Verfahren. Das heißt also, die Gegenseite legt dem Gericht Belege, Beweise vor, geschwärzt oder unkenntlich gemacht, sodass nur die Gegenseite und das Gericht Kenntnis davon hat. Aber dieses Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht schon im Jahr 2003 für unzulässig erklärt. Und so sind also auch die Sachen zu werten gewesen. Wir haben dort manche spaßige, man konnte daraus feststellen, manche spaßige Passagen aus den Abschaltgesprächen. Vor allen Dingen aus Niedersachsen ist da also eine Quelle drin mit der Bezeichnung 1529. Er hat sich also sehr beklagt darüber, diese Quelle, dass also er abgeschaltet wird. Er hätte doch immer gute Arbeit geleistet und dass jetzt so abrupt er also keine Arbeit mehr leisten darf. Und dann ist also ihm empfohlen worden, noch nicht aus der Partei auszutreten, sondern mindestens noch 5 Jahre Mitglied zu bleiben in der NPD, damit, wenn er jetzt austritt, so abrupt die Partei verlässt, damit also nicht zurückzuschließen sei, dass er möglicherweise Spitze ist. Eine ähnliche Sache ist aus Baden-Württemberg zu verzeichnen. Bemerkenswert ist, dass also die Länder Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gemeldet haben, sie hätten also keine Spitze in den Reihen der NPD. Aber Nordrhein-Westfalen hat gleich 2 Spitze gehabt. Das ist insofern bemerkenswert, all dieweil man ja doch annehmen muss, dass also diese Geheimdienste da ihre Spitze einsetzen, wo die Partei wirklich stark ist. Und dass die Partei zumindest bis zu den Landtagswahlen in Sachsen und auch immer noch in Mecklenburg-Vorpommern relativ stark aufgebaut ist, gut aufgebaut ist, da sollen dann also keine Spitze drin sein. Aber jeder weiß, dass unser Landesverband Nordrhein-Westfalen nicht zu den aktivsten und nicht zu den besten gehört. Da sind dann gleich 2 Spitze eingesetzt worden. Also insgesamt ist davon, haben sie geschrieben, die Behörden, dass also 11 Spitze noch abzuschalten wären zu Beginn des Verbotsverfahrens. Es kamen noch andere Sachen hinzu. Es ging ja auch darum, dass unser Rechtsanwalt Peter Richter, der seine Kanzlei in Saarbrücken hat und wir haben unsere Parteizentrale in Berlin, dass also offen sei, was er also, dass seine Prozessstrategie, seine Kontakte zu uns, zum Parteivorsitzenden, zu mir,
dass die nicht ausgespielt werden. Das sollte geklärt werden. Und da sind zwei Vorfälle vorgebracht worden von ihm. Denn also kurz bevor er beauftragt wurde als Anwalt, ist also ein anderes Fahrzeug in das Fahrzeug, was gerade seine Mutter gefahren hat, in einem Ort im Saarland gerammt worden. Und es hat sich herausgestellt, dass dieses andere Fahrzeug, das Fahrzeug seiner Mutter gerammt hat, ein Dienstfahrzeug des saarländischen Verfassungsschutzamtes war. Wurde dann natürlich verkündet, dass also der Fahrer des Dienstfahrzeuges, dass dieser Fahrer ja also irgendwelche konspirativen Briefkästen im Zuge der muslimischen oder islamischen Terrorismen zu lehren hatte, aber der Beifahrer, der war also Referatsleiter Rechtsextremismus im saarländischen Verfassungsschutzamt. Dann ist uns aufgefallen in den Belegen, und manches konnte man, obwohl geschwärzt, ja denn doch dort finden, dass dann ein Facebook-Freund geschrieben hat, also hiermit löste den Kontakt zu Peter Richters Facebook-Seite auf. Das war schon, als er beauftragt war als Rechtsanwalt. Ja, warum denn das? Einer aus Bayern. Warum denn das? Also, da gab es einige Hinweise, dass man an ihm dran ist, aber zu beweisen ist sowas natürlich immer noch nicht. Und ich meine, ich darf mal jetzt an dieser Stelle meine Einschätzung abgeben zu diesen Behörden. Die Innenminister und die Behördenleiter, die haben also schnöde und frech unterschrieben, keine Agenten mehr. Aber ich halte natürlich diese Behörden und die Behördenleiter natürlich nicht für Ehrenmänner oder für Ehrenleute. Wir sollten ja nicht so naiv sein und sagen, also es gibt diese Leute, die hier Horsch und Guck machen und das weitertragen oder die uns oder einige unerfahrene Leute von uns zu schlimmen Dingen dann verleiten, zu provozieren. Das ist also nicht mehr bei uns sind. Selbst wenn die hier sind, unterschreiben also diese Behördenleiter ganz frech, wir haben keine Quellen in der NPD. Und es gibt auch während des ganzen Verfahrens etliche Hinweise darauf, dass also immer wieder noch Kameraden von uns, auf welcher Ebene auch immer, angesprochen worden sind, nach dem Motto, willst du nicht für uns arbeiten? Wir haben das aus Bayern mitgeteilt bekommen, wir haben das aus Sachsen mitgeteilt bekommen. Und ich weiß nicht, kürzlich ist also mehr Ähnliches gesagt worden, der Fall des Aussteigers Mike Schäffler zum Beispiel aus Leipzig, der ja nun im Landesvorstand war in Sachsen, der nun besonders stark exponiert war, den man als radikal eingeordnet hat, der ist plötzlich in den Bereich einer Aussteigerorganisation gekommen mit dem Namen Ad Acta. Und der ist ausgestiegen und verdient sich jetzt sein Geld damit, dass er syrischen Flüchtlingen Deutschunterricht erteilt. Ja, das ist auch krass. Ja. So wie der Wohlauf. Die Frage, wo wie der Wohlauf, ja. Jetzt wird natürlich in Sachsen die Frage gestellt, war der schon vorher, hat er schon vorher Kontakt gehabt? Und hat er es nicht zu beweisen, ist das natürlich überhaupt nicht. Das also nur mal als Einschub. Nun kommen wir mal ganz kurz noch mal zu dem Verbotsantrag vom Dezember 2013 selbst. Uns ist also vorgeworfen worden, zunächst eine Wesensverwandtschaft zum historischen Nationalsozialismus. Mit historischen Nationalsozialismus wird gemeint die 12 Jahre Drittes Reich. Dazu ist ein umfangreiches Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte vorgelegt worden, das Institut aus München, ist euch bestimmt bekannt. Dann ist uns vorgeworfen worden, dass wir also durch unsere Präsenz, durch unsere Anwesenheit, durch unsere Aktivitäten nun Angstzonen machen. Angstzonen heißt also, wo wir aktiv tätig sind, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen, wo wir bekannte Leute haben, werden andere Leute, engagierte Bürger, Vertreter der sogenannten demokratischen Parteien, werden also eingeschüchtert, die trauen sich dann nicht mehr, ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen. Da ist auch ein Gutachten vorgelegt worden von einem Politologen, der jetzt in Bochum, glaube ich, oder Dortmund lehrt, Herrn Dirk Borstel. Dann ist uns vorgeworfen worden,
wir streben Dominanz an. Das heißt also, und das trifft vor allen Dingen die jungen Nationaldemokraten, es wird Dominanz angestrebt. Da, wo wir auftreten, wollen wir also wirklich den Ton angeben. Als Dominanzstreben ist also, und ich habe lange darüber gelacht, über diesen Vorfall, ihr kennt sicherlich die Aktion der sächsischen jungen Nationaldemokraten mit dem Platzhirschen. Die haben sich da so ein Platzhirsch-Kostüm übergezogen und sind in die Schulen gegangen und haben gesagt, hier, wir verteilen Aufklärung, Flugblätter gegen die Droge Crystal Metal. Das ist ein herausragendes Beispiel des Dominanzstrebens. Haben die beiden Professoren geschrieben, denn dadurch hätten sie den Bereich der normalen politischen Auseinandersetzung verlassen und sie hätten den Schulunterricht gestört. Er guckt ungläubig, aber die 350 Seiten Antragsschrift beinhalten also solche Formulierungen und das ist auch noch dokumentiert in den 303 Belegen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen oder haben wir uns auseinandergesetzt. Und ich habe ja vorhin geschildert das Schreiben vom Berichterstatter Peter Müller, der gesagt hat, also er gibt Gelegenheit zum Nachbessern. Wir haben dann ihre Frist noch extra überschritten, die andere Seite. Sie sollten das bis zum Juni 2015 abgeben, sie haben es aber erst Ende August getan. Wir sind dann quer durch die Republik gereist, sie haben also diverse Leute, die sich bedroht fühlen, interviewt, unter anderem das Künstler-Ehepaar aus Jameln. Dann irgendeine Linksabgeordnete oder Linksparlamentarierin aus Güstrow, glaube ich. Sie haben dann also auch noch berichtet über die Vorfälle in Heidenau. Sie haben berichtet über die Vorfälle in Dresden, wo es ja Protestaktionen gegen Asylbewerberheime gab. Und ähnliche feine Dinge, jetzt kommt hier mein Kabel wieder raus, machen wir wieder rein. Und ähnliche feine Dinge, also sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, nur vom Inhalt her, von der Wertigkeit her, war es nicht besser als das, was in der Antragsschrift stand. Bevor also die drei Termine bekannt gegeben worden sind oder anfingen, gab es einen hochinteressanten Artikel, ich glaube sogar in der Taz stand der, von Dr. Horst Meyer. Dr. Horst Meyer ist ein Mann, der sich schon immer sehr verächtlich über das Verbotsverfahren geäußert hat. Er selbst ist kein Richter, er nennt sich Linksliberaler. Er ist Jurist und Journalist und ich glaube sogar, er saß einmal selbst im Bundesverfassungsgericht nicht als Richter, sondern als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich kenne ihn, ich habe mit ihm schon ein paar Mal gesprochen und ich habe ihn auch immer mit Material versorgt. Dr. Horst Meyer hat geschrieben, dass dieses das Unsinnigste ist, was er sich überhaupt vorstellen kann. Dieses Verbotsverfahren, er hat also sich mit den auch nachgeschobenen Gründen beschäftigt. Er hat gedacht, was soll denn das? Ist denn unser Staat gefährdet, wenn denn also in 5 oder 6 Fleckchen in Mecklenburg-Vorpommern, wenn denn dort also es starke NPD-Vertretungen gibt? Denn letzten Endes die vielen Belege, die aus diesen kleinen Dörfern stammen, die belegen ja nur, dass da also Leute zusammen wohnen. In Lübten zum Beispiel wohnt der Kösters, da wohnt der Pasteurs und wer nicht noch alles. Aber es ist noch keine Bedrohung und dann wird der Staat nicht bedroht. Und er hat also auch nochmal Heidenau beleuchtet, hat gesagt, dass also der NPD anzulasten, wird also schwer werden. Denn 3 Stunden nachdem die NPD-Demo aufgelöst war, fingen die Krawalle und die Blockaden an. Und der angebliche Zettel, der da also rumgereicht worden sein soll, und zwar mit dem Aufruf zur Blockade, der wird immer noch gesucht. Es wird zwar behauptet, dass es den gibt, aber bisher, muss nachfragen, hat also bisher niemand diesen Zettel dann also finden können. Vielleicht suchen sie den immer noch. So, nun kommen wir mal jetzt zu den 3 Tagen. Wir hatten ja auch eine sozusagen Tagesordnung, einen Ablaufplan, damit alles ordnungsgemäß vonstatten geht. Und ich meine, die Verhandlungen beim Bundesverfassungsgericht, die sind aber sehr formal, man kann man nicht einfach zwischenrufen, obwohl es
Also mir manchmal danach war, wo sich da ja nun mit den anderen Anwälten in der ersten Reihe, da muss man sich ja nun besonders in Acht nehmen und kann auch kein Buch lesen, sondern kann allenfalls mich mit irgendwelchen Akten beschäftigen, die also gerade wichtig sind. Vorweg, bevor ich darauf komme, du hast ja die Minister erwähnt. Also der Bundesrat ist vertreten worden von Herrn Tillich. Und es sind dann noch Reden gehalten worden von Frau Brettschneider, die etwas hysterisch daherkommende Landtagspräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und die hat auch so hysterisch gesprochen vor dem Bundesverfassungsgericht. Das hat dann also der Innenminister Herrmann gesprochen aus Bayern, und das hat der Innenminister Lorenz Kavé gesprochen aus Mecklenburg-Vorpommern. Und ich habe mir die Reden angehört. Und ich habe mich verwundert gezeigt, wer alles in Deutschland Minister werden kann. Wer alles in Deutschland Minister werden kann, ich muss darauf nicht erbringen. Ein Herrmann war ich also kurz davor, zwischenzurufen, Sie lesen doch hier nur Ihren Verfassungsschutzbericht vor. Die bringen doch keine einigen Gedanken, denn verteilen wir einen Verfassungsbericht, ersparen wir uns viel Zeit. Und der Kavé hat nicht anders geredet. Der hat gesagt, wir bedrohen alles und das Übliche. Aber ich meine, ich muss ja doch erwarten können von einem Minister in dieser Situation, dass er also mal aktuell gezogene eigene Gedanken beisteuert. Aber er hat das verlesen, was man original im bayerischen Verfassungsschutzbericht dann also auch wiederfinden kann. Nur der Eindruck von diesen Herrschaften dort. Und ganz schlimm war natürlich der Herr Meyer-Plath. Ihr wisst nicht, wer Meyer-Plath ist. Gordian Meyer-Plath. Das ist der Chef des sächsischen Verfassungsschutzes. Der war vorher Mitarbeiter im brandenburgischen Verfassungsschutz. Und dort war er V-Mann-Führer von Herrn Schipanski mit seinem Künstlernamen Piatto. Und beim Piatto ist ja kurz bevor er aufflog, eine Hausdurchsuchung gemacht worden. Dort hat man also eine scharfkalibrige Waffe gefunden. Er hat noch gesagt, was das für eine Wert, ich habe von Waffen keine Ahnung. Mit Zielfernrohr, sowas kann man nicht einfach kaufen. Da muss man schon Beziehungen haben. Muss man sich mal die Frage stellen, welche Rolle sein V-Mann-Führer dabei gespielt hat. Und ich habe ja persönlich Herrn Schipanski gekannt. Ich habe nämlich in den 90er Jahren Gefängnisbesuche gemacht und da habe ich ihn in einer Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel kennengelernt. Und dann hat er sich an mich rangemacht und als er dann Freigang hatte, haben wir öfter miteinander gesprochen. Dann hat er die Gruppe in Königs Wusterhausen aufgezogen, die kurz danach aufflog, auch wegen Waffen. Das waren alles gut entwicklungsbefähigte Leute, bisschen jung, bisschen naiv. Aber so arbeitet natürlich diese Behörde Verfassungsschutz. Sie haben in dem Bereich alles platt gemacht. Und nun müsste man mal genau nachgucken, was der Gordian Meyer-Plath dort angerichtet hat. Mir fiel so ein, als er dann also vernommen worden ist. Gut. Erster Tag, am 1. März, da ging es um formale Fragen. Peter Richter hat also zwei Anträge gestellt. Erstmal hat er eine Besetzungsbeschwerde gemacht, und zwar gegen den gesamten Zweiten Senat. Das hat den Hintergrund, dass er der Meinung ist, dass also die Richter, die dort sitzen, nicht ordnungsgemäß berufen worden sind in den Zweiten Senat. Ihr wisst ja, dass das Bundesverfassungsgericht sich zusammensetzt aus Vertretern, die der Bundesrat vorschlägt, die Länderkammer und die andere Hälfte der Bundestag vorschlägt. Und im Gesetz über die Benennung steht drin, zumindest für den Bundestagsanteil, steht drin, dass also diese Richter, die vom Bundestag dann also kommen, dass die also vom Bundestag im Plenum zu wählen sind. Passiert aber nicht. Diese Richter werden benannt vom Richterwahlausschuss. Da wird extra ein Ausschuss gebildet, da wird dann gekungelt. Dann kriegt die Partei den Richter und die Partei die Richterin und so weiter und so fort, also nach Proporz. Und der Richterwahlausschuss bestimmt, was da ist, da findet keine Abstimmung mehr statt. Diese Praxis hat sogar Herr Voskuhle
der Präsident des Gerichts und Vorsitzender des Zweiten Senats, zu einer Zeit, als er noch Professor für Rechtsfragen in Freiburg war und Rektor dort, hat er selbst bemängelt. Genau in diese Kerbe hat also Peter Richter reingehauen und hat gesagt, also dieser Zweite Senat besteht aus Richtern, die hier eigentlich gar nicht sitzen dürfen. Dann hat er zwei Befangenheitsanträge gestellt gegen den Richter Huber und gegen den Richter Müller. Beides waren ja aktive Politiker. Huber war Innenminister in Thüringen und Müller war lange Zeit Ministerpräsident im Saarland. Huber hat sich also eindeutig, als er noch Minister war, ausgesprochen für ein Verbot der NPD. Das ist nachgewiesen worden. Und er war zumindest als Innenminister von Thüringen an der Vorbereitung des Bundesratsbeschlusses beteiligt. Und der Müller hat sich nicht so konkret geäußert wie Huber, aber er hat sich also auch sehr negativ über die NPD geäußert. Und das war der Anlass gewesen, gegen diese beiden einen Befangenheitsantrag zu stellen. Da wurde unter anderem ein Zitat von dem Huber vorgetragen, von Peter Richter, in dem der Huber sich also öffentlich in der Presse geäußert hat, dass die NPD eine widerliche Erscheinung sei, die weggehört. Also mit anderen Worten, als er noch Innenminister war. Noch befangener kann man als Richter eigentlich gar nicht sein, wenn man solche Äußerungen mal getan hat. Jeder, der im Saal gesessen hat, war fest der Überzeugung, der kann da nicht sitzen bleiben. Das geht gar nicht, weil das war dermaßen schlagend. Der hätte weggemusst. Der hätte weggemusst, das ist richtig. Und wir sind dann auch gleichzeitig noch zur Stellungnahme aufgefordert worden. Huber hat also seine Äußerung, auch die du eben genannt hast, bestätigt. Mündlich in einer Kurzstellungnahme. Und Müller hat es letztendlich auch bestätigt. Und es ging ja am ersten Tag auch darin, ob es noch Verfahrenshindernisse durch die Spitze gab oder nicht. Das sollte am ersten Tag entschieden werden. Es ist aber am ersten Tag noch nicht entschieden worden, sondern erst am nächsten Tag ist die Entscheidung des Gerichts dann bekannt gegeben worden. Erstmal die Befangenheitsanträge abgelehnt worden, mit der Begründung, auch Richter, die auch mal Politiker waren, denen muss man zubilligen, dass die sich öffentlich politisch äußern. Das ist ihnen nicht verwehrt. Und hinsichtlich Besetzungsbeschwerde, das ist abgelehnt worden und die Verfahrenshindernisse, die bis zu Beginn des ersten Tages dann von uns immer wieder vorgetragen worden sind, die sind also auch als nicht gegeben, statt gegeben worden, also konnte das Verfahren stattfinden. Ich muss sagen, wir hatten ja im Vorfeld von der Parteiführung aus verschiedene Szenarien durchgeführt. Wir haben gesagt, wenn dann die Befangenheitsanträge abgelehnt worden sind und also auch keine Verfahrenshindernisse mehr bestehen, hatten wir also echt vorgehabt, da einen Eklat zu verursachen, und zwar mit der gesamten Mannschaft den Saal zu verlassen. Aber wir haben es dann doch vorgezogen, diese Verhandlung durchzuführen, und ich denke mir, es hat sich als richtig erwiesen. Und ich muss auch sagen, dass letzten Endes die Ablehnung der Befangenheitsanträge gegen Huber und Müller, dass die also letzten Endes uns in die Hände gespielt haben. Denn wenn man sich die Befragung der Vertreter des Bundesrates am zweiten Tag angehört hat und angesehen hat, dann waren gerade die beiden Richter es, die die Vertreter des Bundesrates in Verlegenheit gebracht haben. Johannes Lichti, ein ehemaliger sächsischer Landtagsabgeordneter von den Grünen, hat sich in der Zeit online darüber ausgelassen. Der war drei gewesen als Pressebeobachter und hat gesagt, hat festgestellt, die Vertreter des Bundesrates wurden regelrecht vorgeführt. Von den Richtern, und die Richter haben also zum großen Teil unangenehme Fragen gestellt. Wer darauf nicht vorbereitet war, kam dann also ganz schön ins Schwimmen. Auch Herr Café kam dann bei der Befragung ganz schön ins Schwimmen, das muss ich immer dazu sagen. Und der zweite Tag, das war eben der Tag, wo also die Vertreter des Bundesrates und auch Verfassungsschutzmitarbeiter befragt worden sind. Und wie gesagt, die wurden vorgeführt. Einer der herausragendsten Vertreter war ja nun Professor Müller von der Humboldt-Universität in Berlin. Und im Vorfeld habe ich mich ja mal mit den Biografien dieser beiden Vertreter beschäftigt, und Professor Müllers war also zunächst politisch orientiert bei den Grünen,
ist aber Mitglied der SPD und er sitzt als Richter dennoch am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und in dieser Funktion habe ich ihn schon bei 2 Verfahren kennengelernt. Und Professor Müllers hat ein Buch über Parteienverbote vor unserem Verfahren geschrieben und hat sich in diesem Buch ausgesprochen ganz klar gegen Parteiverbote. Und diese Passagen hat ihm Peter Müller vorgehalten, Herr Müllers. Sie haben noch hier was geschrieben. Wie verträgt sich denn das mit dem Antrag jetzt hier, den wir vorbringen gegen eine Partei? Ich weiß nicht mehr genau, was er geantwortet hat. Er hat was von veränderten Bedingungen und so weiter erzählt. Jedenfalls kam er durch diese Frage mächtig ins Schwimmen. Das war also der zweite Tag. Das war übrigens auch sehr lustig, das war ein Riesenlacher im Saal. Nicht? Also, ja. wenn einer der roten Robenrichter den fragt, sagen Sie mal, Sie vertreten hier das Verbotsantrag, Sie haben doch selber geschrieben, verboten soll man nicht. Also das ist schon, also da war natürlich ein Riesengelächter. Nicht? Also, ja, es war mir das war schon Richter, schön. Einmal als Professor Waldhoff sprach von Kollateralschäden, die man da entstehen kann. Da schrieb die Zeitung dann, oder die Zeitungen, die Medien schrieben danach, den Seiten der NPD war also große Gelächter zu verspüren dann. Ne? Gut, das sind so die Momente, die machen dann so ein Verfahren dann wieder etwas lebhaft. So, der dritte Tag gehörte uns, da wurden unsere Vertreter befragt. Frank Franz wurde befragt. Über Holger Apfel hast du schon berichtet. Der hat im Wesentlichen ja gesagt, nur, dass er also nicht mehr viel sagen kann, weil er ist schon lange raus und er musste sich jetzt vorbereiten und er hat keine Beziehung mehr zur NPD. Er sitzt auf Mallorca, aber er hält die NPD nicht für reformierbar. Das war sein wesentlicher Satz. Er kam übrigens mit einem Aussteiger. Du hast den Namen nicht genannt. Das war der ehemalige JN-Vorsitzende. Wie heißt er denn noch? Rochow, Stefan Rochow, der ja nun also fromm und katholisch geworden ist inzwischen, aber gewissermaßen als Begleitperson von Holger Apfel da erschien ist. Eine sehr gute Figur hat Jürgen Gandl gemacht, du hast es erwähnt, der hat also sehr flott und in seiner üblichen Art und Weise, er ist ja mal der Erfinder von neuen Begriffen, hat er also dem Richter Rede und Antwort gestellt, der war sich auch nicht zu schade, an einem Punkt zu sagen, ja, das hat er so in Eifer des Effekts mal geschrieben, im Artikel, würde er nicht mehr wiederholen. Sowas denke ich mir, soll man ruhig mal sagen, wenn es soweit ist. Jeder hat ja mal so eine Stelle, wo man etwas sagt, etwas schreibt, was man danach nicht mehr machen will. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Ich sagte ja eingangs 2 Gutachten. In den Medien hieß es, mit diesen beiden Gutachten würde man uns überführen. Einmal der Nähe zum NS-Staat, also wir stehen in der Tradition des Nationalsozialismus. Da hat das Institut für Zeitgeschichte ein sehr umfangreiches Gutachten vorgelegt. Das wurde 3 Wochen noch vorher, vor Beginn der Verhandlung, noch ergänzt um weitere Punkte, die das nachweisen sollen. Und wir waren ja nicht faul gewesen. Das heißt also ganz konkret, unsere Strategie war ja, vor Beginn der Verhandlung am 1. März werden wir nicht antworten auf den Verbotsantrag. Natürlich haben wir uns vorbereitet. Wir haben also verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Bei der Verbotsantragsgruppe warst du dabei, Thomas. Und es sind Aufträge verteilt worden. Es hat also Stefan Lux und Dr. Rose haben den Auftrag bekommen, sich mit dem Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte auseinanderzusetzen, was dann auch gemacht worden ist. Ronny Sasok, unser Bildungs- und Politikamtsleiter, der hat eine sehr umfangreiche Schrift gemacht zu unserem Staatsbürgerschaftsrecht, weil wir fordern ja die Abschaffung des jetzt aktuellen Staatsbürgerschaftsrechts und wir fordern die Rückkehr zum Staatsbürgerschaftsrecht, was ja bis in die 90er Jahre hin galt. Und das hat dann also auch mit dem Begriff der Volksgemeinschaft, was ja uns immer wieder vorgeworfen worden ist. Und dann gibt es noch 2 andere Ausarbeitungen von Arne Schimmer, unseren Politstrategen aus der Sächsischen Landtagsfraktion. Die sind also alle eingeflossen in die Antragsschrift von Peter Richter. Und zur Überraschung aller am zweiten Tag
als das mal wieder moniert worden ist, naja, ihr habt ja auf den Antrag nicht geantwortet, hat er also mehrere Ordner mit 561 Seiten Inhalt, einmal auf den Rückschlag gepackt und dann also auf der Gegenwerte, so macht man das ja für euch, einen Ordner hingepackt. Naja, da haben wir aber schnell gearbeitet, über Nacht jetzt hier, um diesen Antrag zusammenzustellen. Ihr könnt es euch alle durchlesen, wem es nicht langweilig wird, die sind alle auf npd.de veröffentlicht worden. Wir haben sie anonymisiert, weil auch viele Namen dort drin auftauchen, nicht unbedingt von Funktionsträger oder sonstigen Mandatsträgern der NPD, sondern auch von normalen Leuten, die müssen wir natürlich rausnehmen dort, dann kriegen die Leute dann also unnötig den Ärger noch dort, aber die sind also sehr lesbar, die Dinger. Und ich muss mal feststellen, er hat also nochmal die Frage aufgeworfen, den der Richter, eine sehr entscheidende Frage. Er hat dann gemacht, der Bundesrat, da sitzen ja im Prinzip die Vertreter der etablierten Parteien drin. Praktisch sieht es ja doch so aus, dass damit etablierte Parteien darüber befinden, ob eine andere, nicht etablierte Partei eine Existenzberechtigung hat oder ob sie es nicht hat und verboten werden kann. Das wäre ja Ungleichheit der Waffen. Denn genauso müsste man uns als Partei ja das Recht einräumen, also auch entsprechende Anträge zu stellen, meinetwegen die Linkspartei zu verbieten. Ich meine, da sind wir uns bestimmt einig, dass wir da also eine ganze Menge stichhaltiger Argumente zusammentragen würden, stichhaltiger als das, was jetzt gemacht worden ist. Das ist eine sehr interessante Frage. Er ist sehr tief eingestiegen in dieser Schrift, in seiner Antragserwiderung, das werdet ihr feststellen. Er ist sehr tief eingestiegen und hat sich danach ausführlich auseinandergesetzt mit der Frage, ob denn die Formulierung von Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes, der sich mit dem Parteienverbot beschäftigt, wo drin steht, also Parteien, die darauf ausgehen, die verfassungsmäßige Ordnung zu beeinträchtigen. Dieses Wörtchen beeinträchtigen sollte nach dem Willen des Parlamentarischen Rates 1949 gar nicht drinstehen. Es stand im Entwurf drin, es wurde aber auf Antrag einiger Mitglieder des Parlamentarischen Rates rausgenommen, nur die Protokollführung muss ich schlafen haben, und hat es den Satz einfach drin gelassen. Das hat nämlich der besagte, von mir schon erwähnte Dr. Meyer festgestellt, der also eine umfangreiche Dissertation geschrieben hat über die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes. Also das zu lesen ist sicherlich eine interessante Lektüre über die aktuelle deutsche Verfassungsgeschichte. Grundgesetz ist ja nun keine Verfassung, aber ich sage immer, seien wir froh, dass wir es haben. Denn wenn wir eine Verfassung hätten im Geiste von Frau Roth oder der jetzt etablierten Parteien, dann würde Deutschland dort nicht mehr vorkommen. Das ist ja das Entscheidende daran. So, nun kommen wir zu den beiden Gutachten. Ich habe angefangen mit dem Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte. Erstmal haben wir festgestellt, dass der Bundesrat sich damit selbst ein Gutachten erstellt hat, denn wer trägt denn das Institut für Zeitgeschichte? Das wird getragen von mehr als die Hälfte der Bundesländer und die Bundesregierung natürlich. Also ist es nicht unabhängig, dieses Gutachten. Es gibt ja genügend historische Institute an Universitäten, die hätten ja irgendeins nehmen können. Die Humboldt-Universität zum Beispiel hat, wo die beiden Professoren herkommen, hat also ein solches historisches Institut. Die Freie Universität und überall, da können sie also Gutachten bestellen, aber der Bundesrat hat nicht selbst ein Gutachten erstellt. Dann wird auch im Text immer wieder Bezug genommen auf, auch wieder auf Belege. Diesmal nicht die 303 Belege im Antrag selbst, sondern darin tauchen Belege nochmal auf von über 5000. Nur, wir haben von den Belegen nicht an einen hinein. Und das haben wir also vor Gericht vorgetragen. Wo sind die Belege? Da wollte nachgewiesen werden, das Ganze, wenn man das gesagt hat, was hört, man das gesagt hat und so weiter. Muss man ja vergleichen können. Also wir haben festgestellt, in den anderen vorgelegten Belegen, da ist eine Pasteursrede drin mit Auslassungen, die sich so, wie sie dargestellt ist, schlimm anhört. Nur wenn man das einfügt, was ausgelassen ist, ergibt sich einen ganz anderen Sinn daraus. Nur als Beispiel, deswegen müssen wir die Belege haben. Ja, sagte Herr Voskuhle, der Vorsitzende,
Wir werden dafür sorgen, dass die Belege nachgereicht werden. Aber, das war der entscheidende Satz von ihm, wissen Sie, dieses Gutachten spielt für uns gar keine Rolle mehr. Also in den Medien vorher, das ist das, was uns also das Genick brechen soll. Und was Gude sagt, so vorübergehend spielt gar keine Rolle mehr. Das heißt also, dieses umfangreiche Gutachten mitsamt der Nachlieferung von 3 Wochen vor der Verhandlung kann man sich auf die Toilette nageln. Brauchen wir nicht. Letzten Endes auch unsere Arbeit, die wir uns gemacht haben, denn unsere Gegengutachten hat einen Umfang von 90 Seiten angenommen. War sehr schwer zu lesen und ich müsste alle Zwischenversionen mehr durchlesen. Zwischen weiß ich sehr viel über die verschiedenen antisemitistischen Bestrebungen in Deutschland. Ich weiß sehr viel über die verschiedenen sozialistischen und nationalsozialistischen Bewegungen, Weidig vor Hitler und so weiter und so fort. Also unsere beiden Experten sind dort sehr tief eingedrungen in die Materie. Wir werden auch unsere Anti-Gutachten der Schulungsarbeit der Partei zur Verfügung stellen. So, und dann kam die Vernehmung des Gutachters Dr. Dirk Borstel zu den Angstzonen in Mecklenburg-Vorpommern. Dein Auftritt war schon überraschend. Er trat in den Zeugenstand, blickte zu Andrzejewski, der ja aus Antlam kommt. Ach, das ist ja der Herr Andrzejewski. Wir sind ja gute Nachbarn gewesen. Ich war Herr Andrzejewski, er hat jahrelang in Antlam gelebt. Ich dachte, jetzt geht er hin zu ihm und sagt, na Michael, wie lebst du denn und so alles, ne? Also schon das Gutachten selbst im Vorfeld, als ich gelesen habe, habe ich gesagt, das könnten wir bestellt haben. Belegt zwar, dass wir da also in bestimmten Bereichen sehr dominant sind in Mecklenburg-Vorpommern, aber wir sind deshalb sehr dominant, weil die anderen nicht da sind. Es gibt da bestimmte Gebiete, wo man von den etablierten Parteien nichts hört. Aber das ist ja nun kein Grund, meinte er, wenn die anderen Parteien nicht da sind, nicht auftreten, dann ist es deren Schuld und die Schuld der NPD. Und er hat sich klar gegen ein Verbot ausgesprochen. Das heißt also auch, diese zweite Säule, die zweite Hauptsäule des Verfahrens, war damit weggebrochen. Es verblieb also nachher nur noch die Diskussion um unseren ethischen Volksbegriff, um das Staatsbürgerrecht und um die Volksgemeinschaft. Da sind also alle 8 Richter sehr intensiv darauf eingestiegen. Was meinen Sie denn unter Volksgemeinschaft? Was meinen Sie denn mit ähnlichem Volksbegriff? Peter Richter hat das also so formuliert, das haben wir dann verbunden mit dem Begriff der Menschenrechte. Er hat es so formuliert, es ist nicht unbedingt ein Menschenrecht, unbedingt die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Sicher muss jeder Mensch irgendwo ein Staatsbürgerschaftsrecht haben, aber warum denn die deutsche Staatsbürgerschaftsrecht? Und wir haben dann uns ausführlich beschäftigt noch mit dem alten Staatsbürgerschaftsrecht, was ja noch bis in die 90er Jahre dahin galt, was dann also 1913 noch zu Kaisers Zeiten dann verabschiedet worden ist, was dann verändert worden ist im Dritten Reich, da sind ein paar Rassesachen reingekommen, die dann also nach 1945 in den 50er Jahren wieder rausgenommen worden sind, aber im Kern blieb das erhalten und das alte Staatsbürgerschaftsrecht sah ja durchaus auch die Möglichkeit vor, dass also Ausländer deutsche Staatsbürger werden. Nur es lag immer im Ermessen der entsprechenden Behörden, dies zu entscheiden. Und die Ermessungsentscheidung hat natürlich von verschiedenen Voraussetzungen haben nicht einfach so, der kommt hierher und sagt, er will Deutscher werden und dann kriegt er seine Urkunde nach ein paar Wochen, weil er vielleicht etwas besser Deutsch spricht. Das hat von bestimmten Voraussetzungen abgehangen. Und genau das wollen wir haben. Und wir haben vorgetragen, dass die Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts, zum Beispiel doppelte Staatsbürgerschaft, sehr kritisch betrachtet worden ist, als darüber diskutiert wurde. Und Olli Tasok hat hierüber sich ausgelassen. Und jetzt will ich mal ganz kurz, nicht allzu lange, zitieren, was hier in seiner Schrift steht. Er hat einmal den ehemaligen Richter am Gericht, Udo Di Fabio, zitiert. Das ist hochinteressant und das könnte man also immer wieder sagen. Er hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Staatsführung sich durch unbegrenzte Zuwanderung nicht einfach ein neues Volk schaffen kann, da in einem solchen Falle die Staatsgewalt nicht mehr von unten nach oben ausgeht,
sondern die Regierung von sich aus den Umfang und die Zusammensetzung des Staatsvolkes verändern würde. Gleiches hat der Staatsrichter Josef Isensee 1999 geschrieben, eben auch kritisch zu der geplanten Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts. Die Problematik besteht darin, dass geplant wird, durch einfachen Gesetzesbeschluss des Parlaments das deutsche Volk umzudefinieren und auf einen Schlag 3 Millionen Deutsche, 3 Millionen Personen als Deutsche zu bestimmen, obwohl diese sich nicht zur Gemeinschaft des deutschen Volkes, sondern zu der eines anderen, im Wesentlichen des Türkischen bekennen. Eine solche obrigkeitliche Umdefinition durch das Parlament liegt außerhalb seiner verfassungsrechtlichen Befugnisse. Die Staatsangehörigkeit in ihren wesentlichen Strukturen wird vom Grundgesetz garantiert und kann nur durch Verfassungsänderung aufgehoben und wesentlich umstrukturiert werden. Müssen wir als NPD mehr dazu sagen? Ich glaube nicht. Das Entscheidende bei den Aussagen, die oben wollen sich ein neues Volk schaffen. Das lehnen wir halt ab. Im Gericht selbst oder für das Verfahren selbst, da die anderen beiden Stützen weg sind, Ehrenverwandtschaft, Gewalt, Dominanz und so weiter, die sind weg, ist also nur noch übrig geblieben eben dieser Punkt der Volksgemeinschaft, dieser Punkt des ethnischen Volksbegriffes, den wir haben, und ob es also den Menschenrechten entspricht oder ob es den Menschenrechten nicht entspricht. Der weitere Fortgang der Dinge wird sich also ergeben. Bemerken möchte ich noch zum Schluss oder zum Schluss der Verhandlung dort die Äußerung von Andrzejewski, der, was die Gewaltzonen und die Angst und die Angstzonen dort betrifft, gesagt hat, wir schaffen keine Angstzonen, nur wir sorgen dafür, dass es in diesem Lande keine Wohlfühlzonen für Etablierte gibt. Und darum geht es ja letztendlich. Wir sind da, wir machen den Konkurrenz und das passt hier nicht. Und deswegen wollen wir die Partei, die ihnen also diese Schwierigkeiten bereitet, weg haben. Die Gutachter, die aufgetreten sind, muss ich nicht weiter bewerten. Die beiden wichtigen, oder den wichtigsten habe ich gesagt. Was soll ich zu Frau Höpke sagen, bei der also zu erwarten war, was erzählt? Was soll ich zu Herrn Professor Keilitz sagen, der also behauptet hat, dass also wir 15 bis 16 Millionen Menschen deportieren wollen und wir Staatsverbrechen begehen wollen? Ich denke, die beiden, die Röpke und der, die haben so stark überzogen, dass selbst das dem Gericht die acht Richter nicht überzeugt hat. Professor Jeschke hat also, ja, ein alterner Wissenschaftler. Jeschke heißt er wohl, nicht? Ja, die NPD ist zwar also eine schlimme Partei, aber deswegen muss man sie nicht verbieten, war im Wesentlichen seine Aussage. Über die Minister habe ich mich ausgelassen. Müssen wir also nicht nochmal wiederholen. Wie gesagt, das sind also die Repräsentanten wesentlicher Teile unseres Volkes. Und da kommt nichts Gutes bei raus. Die Frage, die jetzt hier interessiert, ist natürlich die, wie geht es weiter? Wir haben also eine Nachfrist bekommen, Stellung zu nehmen zu bestimmten Dingen von 6 Wochen. Die wesentlichen Stellungnahmen haben wir ja abgegeben. 561 Seiten auf den Tisch geknallt, dort während der Verhandlung. Und es könnte sein, dass also jetzt noch von der Gegenseite was kommt, dass die dazu Stellung nehmen. Und es könnte auch sein, das haben die Richter auch gesagt, dass, wenn es erforderlich wird, wenn noch Klärungsbedarf da ist, dass dann noch ein weiterer Verhandlungstermin angesetzt wird. Was also mit der Entscheidung, wann mit der Entscheidung zu rechnen ist, ist alles noch offen. Ich gehe aber davon aus, dass diese Entscheidung nicht vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegeben wird. Das werden sie sich aufheben bis danach, damit sie das immer noch spielen können. Eine Partei, die von Verrot bedroht ist. Und wie es hinausgeht, wie es eingeschätzt wird. Also, ich gehöre immer zu denjenigen, die also bei solchen Sachen vorsichtig argumentieren. Als damals der Verbotsantrag eingereicht worden ist, 2013, da war ja Holger Apfel noch im Amte, der hatte gesagt, auf einer Pressekonferenz, die wir gemacht haben, endlich ist der Antrag nun da. Ich habe also bin mit ihm ins Gericht gegangen und gesagt, diese Äußerung ist sehr dämlich, die sollte man also nicht machen. Ich habe immer gesagt, wir beschäftigen uns, wir nehmen den ernst, den Verbotsantrag, wir beschäftigen uns damit und wir werden uns gründlich darauf vorbereiten.
in gründlichen Vorbereitungen, habe ich euch mitgeteilt, die wir in der Parteizentrale gemacht haben. Wir brauchten die letztendlich nicht, weil, wie gesagt, Verschiedenes, was also uns das Genick brechen sollte, für das Gericht gar nicht mehr interessant ist. Und die Chancen, wie wir es einschätzen. Michael Andrzejewski sagt, zu 70% wird der Antrag abgelehnt, aber die restlichen 30% Risiko sind dann noch da. Ich muss es mal so sagen, ich schätze es, der Richter schätzt also optimistischer ein. Und zwar sagt er, dass wir nicht so bedeutend sind, dass wir nicht also den Bestand der Bundesrepublik gefährden. Und das klagt ja auch immer durch, nicht? Auch die richtigen Fragen von Peter Müller. Ja, da ist denn so und so viel Prozent in dem Ort mit unbekannten Namen. Da gucken Sie sich doch mal die Einwohnerzahl an. 48 Einwohner haben die. Das sind dann so und so viel Prozent. Sowas soll die Republik gefährden. Wir vermuten, dass also, wenn also der Antrag des Bundesrates abgelehnt wird, dass das also der wesentliche Grund ist. Es könnte sein, was uns sicherlich zu schaffen machen wird, dass die hinsichtlich der Staatsbürgerschaft und hinsichtlich des ähnlichen Volksbegriffes etliche Punkte ins Urteil reinschreiben, die uns sicherlich nicht passen. Es gibt Leute bei uns in der Parteiführung, die sagen, naja, damit hätten sie also wieder den Hebel für eine Fortsetzung des Verfahrens, was aber nicht geht. Wir können reinschreiben, dass das also alles Unfug ist, was wir machen, aber das ist ja nicht justiziabel. Justiziabel ist das, was im Grundgesetz steht und das, was also das Bundesverfassungsgericht dazu in der Vergangenheit beschlossen hat. Auch schon beschlossen hat vor Änderung der Staatsbürgerschaftsrechts. Das allein ist justiziabel. Und wenn jetzt also ein neues Verbotsverfahren, nachdem dieses dann zum zweiten Mal gescheitert wäre, ein neues Verbotsverfahren käme, dann müssten Sie neue Gründe zusammentragen. Man kann nicht das einfach fortsetzen. Und ich schließe mich eigentlich persönlich der eher optimistischen Sichtweise von Peter Richter an und der da sagt, wir werden das bestehen, das Verfahren. Und selbst Frau Kühnast, die ja da war, unsere gemeinsame Freundin, hat sich zwar in einem Artikel rausgelassen über das Verbotsverfahren, aber der hat durchblicken lassen, naja, selbst wenn das scheitert, wäre es ja also nun wirklich keine große Angelegenheit. Aber immerhin ist es versucht worden, das zu machen. Nicht? Also in diese Richtung geht das schon. So, kann euch nicht sagen, es wird so kommen, es muss so kommen. Ich kann euch nur sagen, wie wir es einschätzen. Gehen wir mal davon aus, bis wann denn die Wahlen mitkommen, September. Danach wird es dann den Verkündungstermin geben und dann werden wir weitersehen. Aber ich denke mir, bis dahin werden wir noch viel zu tun haben und vor allen Dingen müssen wir uns auf die Landtagswahlen in Mecklenburg stürzen, denn das ist das Wichtigste, was wir in diesem Jahr überhaupt zu bestehen haben, nach den vergeigten Wahlen jetzt hier von vor 14 Tagen oder war es vor 8 Tagen? Ja. Gut, denke mir, ich habe das Wesentliche euch mitgeteilt. Wenn noch Fragen sind, sollten die gestellt werden. Es war vielleicht manchmal eine trockene Materie. Deswegen ist es mir manchmal ein bisschen schwer gefallen, das zu vorzutragen jetzt hier, aber Juristerei ist nun mal sehr trockene Materie. Wer nicht in die Schriftsätze reindenkt oder reinliest, der wird feststellen, das ist alles noch viel trockener dort, als ich es hier dargestellt habe. Dann bedanke ich mich bei euch. Ja, vielen Dank.